So, Freunde, herzlich willkommen beim nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. In diesem Part werden wir nun mit der Hauptquest weitermachen. Stell sich mal einer vor, hey. Nein, nicht da rein, aber erstmal muss ich hingelangen. Das sind noch einige Schritte. Aber lange Zeit wird es nicht in Anspruch nehmen. Muss ja bloß irgendwie darüber kommen. So, und im Part danach werde ich dann noch die letzte Leonardo-Mission machen. Letzte, ich glaube jedenfalls. Oh. Gerades Geld und gerades indische Diamanten. Aber jetzt aber schnell weg. Dann merken die es nämlich nicht. Oh, ist das herrlich. Okay. Und dann sind wir ja gleich da. Nächste, die letzte Leonardo-Mission, die mir jedenfalls auf der Karte angezeigt wird. Und wahrscheinlich dann zu letzte Mal besagtem Steinbruch führen wird. Ja, darauf freue ich mich schon sehr. Sollen wir doch erstmal jetzt nach den Geschäften da gucken? Oder ne, ich gehe gleich da rein. Mir jetzt auch Latte. So, gehen wir mal zu unserem Assassinenversteck. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Ich weiß. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes, aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. So, die Karte auf dem Schreibtisch ansehen. Natürlich. So, was haben wir denn da Schönes? Ah, okay. Ja gut. Also, die sind ja jetzt alle auf Mission. Das Versteck verlassen. Logo. Wenn es nichts Einfacheres ist. Moment, jetzt habe ich irgendwie das Ziel nicht vorgelesen. Der Plan. Mit Machiavelli, Claudia, La Volpe und Caterina treffen und einen Plan vorschlagen, um die Borgia zu besiegen. Aktuelles Ziel, das... Ja gut, passt. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Ah, die Sequenz ist zu Ende, okay. Gut, dann werde ich natürlich sofort mit der nächsten Hauptquest weitermachen. Gut. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich natürlich die Sequenz 4 eher beendet. Verdammt! Ah, das passt jetzt überhaupt nicht hier. Ich immer mit meinen Nebenquestereien hier. Prinzessin in einer anderen Burg. Kommt doch, das kennen wir doch irgendwer. Mario Bros. Und so. Ja, ja, ausweichen ist okay, ist okay. Bau mal auf. Sequenz 5, der Bankier. Jetzt hat er mich ins Team angeschrieben, verdammt nochmal. So, wir finden uns hier auf den Straßen wieder. Und ich denke mal, dass die Schmiede und so... Ja, neue Gegenstände zur Verfügung haben. Natürlich, hingehen. Oh, römischer Brustschutz. Hier wieder was anderes. Seisenhofer Brustschutz. Geil. Also, die Preise sind ja quasi jetzt schon lächerlich.
Da sind auch keine stärkeren Waffen dazugekommen. Ah, das venezianische Malkus, aber das macht minus 4 Schaden. Das bringt mir ja so nix. Einmal buddhistische Gebetsperlen fehlen mir noch, um das Offiziersschwert als freizuschalten. Hier indische Diamanten, Elfenbein und Schrumpfkopf. Investier mal in die Schmiede. Sag gut. Dann schau. Jetzt gehen wir mal zum, irgendwo anders hin. Kunsthändler war's. Neue Auftragsattentate, okay. Penthesilea in der Kaserne aufsuchen. Ja, das können wir dann machen. Neue Kurtisanenmission. Oh, jetzt haben wir ganz schön neue Missionen freigeschaltet, okay. Noch mehr, hier, Nebenquests. Ah je, wird mir langsam echt viel hier. Aber neue Beul! Aber naja, nützt ja alles nix. Die Geschäftsaufträge sind echt knackig. Oh, Amber, okay, gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. Okay, ich hole mir, glaube ich, doch die Schatzkarten, nur um, wenn ich mal dran vorbeikomme, die Schätze einzusammeln oder dann einen ganzen Part dafür aufbringe. Dann kann ich die Schätze mal einsammeln. Jetzt gehe ich aber, wie versprochen, mal ein bisschen hier, Main Quest. Lange bleiben wir nicht im Wasser. Das Wasser hält mich bloß auf. Jetzt bist du wieder so eine weite Latsche. Ich habe jetzt mittlerweile angefangen, wieder Assassin's Creed 2 jetzt mal hochzuladen hier. Aber... ja, gibt eigentlich gar kein Aber. Ganz runter sollst du nicht. Es sind noch echt viele Parts, die noch hochgeladen werden müssen. Ich bin gerade bei Assassin's Creed 2 Part 18. Und ja, wer das jetzt ja sieht, wird danach denken. Na, so wird sie sich das wahrscheinlich anhören. So, gehen wir mal in den Puff. Rein mit uns. Wo ist Claudia? Oh. Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. So, so, der Bankier. Flucht aus der Schuldenfalle. Senator Egidio Drocke auf dem Kapitol besuchen, um den Aufenthaltsort des Bankiers herauszufinden. Bei der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Gut, ich glaube, ich kann da eh nicht entdeckt werden, also was soll's. Ich muss mal kurz die Tafel angucken. 10-mal Kurtisanen eingesetzt, wann abzusenken? Das sind echt viele. 1 von 5. Okay, da muss ich echt noch einiges tun, ha? Huh? Rest ist Wurst. Ich bin jetzt auch kein großer Rekordjäger hier. Bringt ja alles nix. Nein, ich will einfach nur den Senator finden. Nein, ich will jetzt keine Assassinen rufen. Damit würde ich mich bloß verraten. Vorne ist ein Schatz, den nehme ich mal mit. Ja. Ein Saphir kam dabei raus. Komm, jetzt wo ich auf dem Weg bin, noch der hier. Nein. Oh, Kardinalspur pur.
Galt es jetzt für während während der Verfolgung nicht entdeckt werden? Ich glaube nicht. Und wenn ich nicht entdeckt werde, das ist dann trotzdem 50%, dann können wir das als 100% mal betrachten. Und wenn ich den jetzt schön aus einer Deckung heraus umbringen hätte können, wäre das auch noch ein Punkt gewesen auf der Tafel. Aber wie gesagt, das ist mir eigentlich relativ egal. Mir ist nur wichtig, dass die Symbole von der Karte verschwinden und das war es dann auch schon. Alles andere ist echt unwichtig, eigentlich. Keine Bedeutung für mich. So, ja, mal hier rüber. Da vorne fängt auch dann die Mission schon an. Und wir halten uns da fest, um keinen Schaden zu nehmen. Die nehme ich mit. Oder nee, die nehme ich mit. Und der Senator sollte ja nicht in dieser Zone leicht zu finden sein, da beim Kapitol, da muss man gar nicht lang suchen. Kapitol heißt das also. Wo ist er denn? Der Hund! Dreckige. Da ist er ja. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein, wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Au. 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 Alter, wie können die nur so mies sein? So. Guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Ha, Cesare Borgia. Und ihr seid? Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Andiamo. Und jetzt darf ich nicht entdeckt werden, oder wie war das? Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich schick schon ein paar Leute. Mann, kämpfst doch nicht mit, du Depp. Deswegen beschütze ich dich ja. Und die volle Synchro ist fehlgeschlagen. Egal. Ich werde jetzt ganz sicherlich nicht die Mission neu starten. Ihr wisst ja dann wohl, wie es geht. Ihr dürft euch einfach nur nicht entdecken lassen. Ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um dann darf ich ja jetzt kämpfen, wie ich will. Das ist auch okay. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia. Doch an sie greifen mich an. Wer hätten die jetzt kommen sehen? Da war doch kein Punkt auf der Karte. Au. Bam. Bam. Du zuerst, okay, wie du willst. Und jetzt du. Boom. Stirb. Okay, weiter. Auf mich voll zu labern, Alter. Es verändert einen. Zugegeben, ich habe gespielt, getrunken und geholt. Oh, ihr seid gut. War es das Parfum an meinem Kragen? Ja. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Du nicht so auf Geheimniskrämerei, du machst ja doch eh fertig. Okay, wenn das jetzt irgendwo da oben ist, dann können wir nämlich im nächsten Part dann gleich die Leonardo-Mission machen. Und die unzähligen noch verbleibenden Nebenmissionen, die ich ja gerne tue. Ah, shit, der kann mir ja nicht folgen. Was mache ich denn? Ja, egal. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht... Die sind echt mächtig geworden, die Assassinen. Die brauche ich hier gar nicht groß zu unterstützen. Ups, mein Handy. Hör auf, Signale zu senden, Alter.
Ich nutze nur feinste Wolle, Seide und Leder. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal dann. Adieu, Messer. Muss ich noch auf den warten? Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Ja, und der Senator wird gerade angegriffen, du Arsch. Kommt, Freunde, schaut, welchen Unterschied Qualität macht. Bleib dran. Gib mir mein Schwert. So. Es ist fahrlässig hier durchzugehen, ohne auf deine fantastischen Waren reinzufallen. Ah, stirb, Arschloch. Halt, die Waffe will ich wieder. Oh, du Penner. Du Penner. Ah, das war jetzt knackig. Ja, es ist vielleicht ein falscher Weg, den ich hier gerade beschreite. Ah, ich weiß, wie ich unentdeckt geblieben wäre mit Söldnern und so. Seht ihr, aus Fehlern kann man nur lernen. Aus Fehlern kann man echt nur lernen. Man muss Söldner einsetzen. Huren und Diebe, um die Wachen aus dem Weg zu locken. Und die Assassinen natürlich. Ach, mir zusammen mit den Söldnern jetzt auch noch helfen. Das heißt, ich bin gerade sehr sicher. So, ihr seht, passt. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch ein geheimerer Ort sein. Der hier. So. Was? Verdammte Briefe. Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider habe ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Beinahe. Es werden 3000 Florin benötigt für den Zugang dieser Erinnerung. Leider nur 50% erreicht. Das ist mir aber persönlich vollkommen egal. So, den steche ich jetzt geschwind. Oh, jetzt stimmt's. Und dann klaue ich es mir wieder zurück. Gut, das Geld ist eingezahlt. Finde ich auch sehr gut. Gut, und dann würde ich mal sagen, dann stelle ich mich mal in die Markierung, dann machen wir nämlich das geschwind fertig. Diese Bankiers-Missionsreihe. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.